Hey Freunde, ich bin's mal wieder, Alzulix, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hearts of Iron 4. Ich war weg, ich hatte Ferien, ihr hoffentlich auch. Und nächste Woche bin ich auch schon wieder weg, aber es sind mir im Urlaub ein paar sehr gute Dinge, sehr gute Videoideen eingefallen. Und ja, ihr seht es schon, ein paar Sachen hier auf dieser Hearts of Iron 4 Map sind komisch, unter anderem. Wird man vielleicht sehen hier am Rand, Afrika ist dekolonialisiert und auch hier keine Kolonien mehr. Aber was wir auch sehen, Bayerisches Reich. Was ist hier los? Adolf Wagner. Wir sind faschistisch mit der, naja, mit der Partei, die in Deutschland einen sehr schlechten Ruf hat und das auch zu Recht. Naja, wir spielen heute mit der Releasable Prefectures und, keine Ahnung, Releasable Factures of the World Mod, ich weiß es nicht. Es sind zwei Mods, die die Welt quasi neu aufteilen. Gibt hier ein Beispiel? Ne, hier in Südamerika wurde noch nicht so viel Arbeit reingesteckt. Und ja, der Titel des heutigen Videos wird sein, mit, ihr seht's schon, mit Bayern Europa übernehmen, und da fragt ihr euch bestimmt, yo, das habe ich aber schon gefühlt mit jedem Bundesland oder mit Bayern Deutschland übernehmen, und dann fragt ihr euch jetzt, yo, das habe ich doch aber schon bei Gaming Krabbe gesehen, mit gefühlt jedem Bundesland, ja, aber nicht, wenn die gesamte Welt zerlegt ist. Und naja, das ist ziemlich krass, also echt sehr viel Arbeit steckt in diesem Mod, also schaut euch allein mal Japan an. Wenn man das noch Japan nennen kann. Das wurde komplett zerlegt. Das ist auch mit mehr oder weniger in vielen Fällen mit historischen Porträts. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das so historisch ist. Aber die Welt wurde umgestaltet. Wir haben auf jeden Fall, wie im letzten Video auch schon mit dem Papst, quasi fast jedes Land befreit. Aber mit den beiden Mods kommen nochmal neue Länder dazu. Und es kommen neue Provinzen hinzu. Wenn man sich allein mal die Städte hier in Nordrhein-Westfalen anguckt oder auch hier, das ist Stadt des KdF-Wahns, also Wolfsburg. Man sieht hier auf jeden Fall einiges Krasses. Wir haben sogar Preußen hier, wir haben Ostpreußen. Was haben wir noch? Schlesien haben wir, die komischerweise Kurs auf das Ostsudetenland haben. Naja, ihr fragt euch wahrscheinlich auch, warum ist es 25. Januar? Ja, ich habe das selber gemacht und aus Versehen, bin ich auf die Leertaste gekommen und ja. Aber was lustig ist, wir haben den Papststaat und wir haben hier auch noch den Vatikan. Neues Video, Spoiler-Alarm. Italien mit dem Vatikanstaat, mit der Vatikanstadt überleben. Nein. Ich denke mal, das könnte man so als lustiges machen, so als kleiner Gag, aber ein eigenes Video ist das quasi nicht wert. Ich meine, man ist so eine Mini-Nation. Aber wir haben, wo ist es? Monaco da. Monaco haben auch viele Profilbilder tatsächlich, die auch historisch stimmen. Der hier jetzt nicht, aber zum Beispiel hier. Man kann auch per Entscheidung Szenarien und so quasi sich geben lassen. Das ist echt krass, krass. Aber bevor wir hier zu viel labern, würde ich einfach mal sagen, das ist quasi dasselbe wie mit dem Papst, nur in Deutschland mit mehr Städten und mit wahrscheinlich nicht der Chance, dass Spanien im Bürgerkrieg mit dem Krieg erklärt. Wobei ich das auch gesehen habe. Weil Spanien hier komischerweise überlebt hat und ich glaube, zur Sicherheit, dass wir hier keinen Unfug erleben. Okay, das Spanien-Problem ist gelöst. Andererseits habe ich euch ja Hilfe. Europa ist so zerstückelt. Wir haben Lappland, wir haben die sibirische SSR, die quasi Claims auf alles hier hat. Okay, jetzt nicht auf den Staat hier, aber auf den Rest quasi. Ja, hier zum Beispiel. Oder hier, hier. Und wir haben das aber auch in Amerika, was quasi komplett zerlegt wurde, der nördliche Teil.
Wir haben Grönland und also ganz viel Krasses. Und es gibt auch hier Malaya, nee, nicht Malaya, Brunei. Und der Typ, His Majesty, the Sultan and Yang di Perchuan. Petuan of Brunei, Darussalam, Duliyang Maha, Mulia, Sultan Sir Ahmad Tajuddin, Akasul Khairi, Radian, Ibn Sultan Sir Muhammad Jamalul, Alam il. Ja. Der Typ mit dem längsten Namen der Welt, der, naja, in dieser Welt hier lebt. Und ja, ich hoffe mal, wir werden Spaß haben und wir sehen uns dann, wenn ich richtig loslege. Preußen hat insgesamt, Alter, das ist kein gesundes Coup. Preußen hat 0% Non-Aligned-Support und 60% Kommunisten-Support, alles klar. Historisches Preußen einfach nach dem Ersten Weltkrieg. Aber Preußen hat die meisten Korps in Deutschland. Deswegen ist es mit Bayern, denke ich mal, etwas schwieriger. Naja, also wie gesagt, Preußen hat die meisten Korps halt auf ganz Brandenburg, auf ganz Schlesien, bis auf den südlichen Teil hier. Auf Gdynia komischerweise nicht. Auf Danzig dann aber schon. Und natürlich auf Ostpreußen. Das heißt, eigentlich wäre Preußen natürlich die lustigere Variante gewesen. Aber das hat schon ein Kollege gemacht, D-Gaming heißt er, meine ich, ja, müsste er heißen. Der hat das bereits gemacht und der, von dem kenne ich die Mod auch, also Grüße gehen raus. Aber wir wollen ja was Neues machen, wir wollen Deutschland übernehmen und ich laber jetzt schon viel zu lange. Faschistisch sind wir ja schon. Ach, und um mal eine Übersicht zu geben. Blau ist demokratisch, rot ist kommunistisch, weiß non-aligned und braun faschistisch. Also wir sehen, wir sind relativ alleine. Der Großteil der Länder ist demokratisch, was, naja, für den echten, im echten Leben Zusammenhang wahrscheinlich besser wäre. Aber wir haben dann natürlich das Problem, dass sich Major Nations auch hier mal erlauben wollen und erlauben können, einfach mal eine Garantie zu droppen. Und da habe ich nun mal überhaupt keine überhaupt keinen Bock drauf. Problematisch ist, wir haben halt wieder, wie beim Papst, keine politischen Berater, aber da ist mir was relativ Lustiges eingefallen. Das Spiel ist wesentlich entspannter, als wenn alle Länder quasi mit Fokusbäumen hier am Rad drehen. Die KI ist bei manchen Ländern aber, glaube ich, ausgeschaltet. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber die Länder machen quasi gar nichts im gesamten Spiel. Zum Beispiel hatte ich das bei NRW, dass die überhaupt keine Divisionen gemacht haben. Aber ganz im Gegensatz dazu ist Sachsen einfach kommunistisch geworden, was mir meinen gesamten Eroberungszug von Preußen hier versaut hat, weil Sachsen ja Komintern beigetreten ist, die irgendwie gegründet haben hier, die Sowjetunion. So, unsere Einheit ist fertig. Wir sind schön blau. Und wir haben einen schlechten Anführer. Komm, gib uns einen guten. Ja, okay. Und mehr können wir uns nicht leisten. Ja, okay. Ich würde sagen, wir müssen ihn jetzt nehmen und müssen warten, bis wir ihn hochstufen können. Und dann müsste es eigentlich gehen. Was haben wir denn da? Das heißt, wir befördern dann einfach irgendwann, oder wir lassen ihn hier einfach die ganze Zeit trainieren. Den Jonas Braun, also Jonas Braun, wie auch immer, lassen wir die ganze Zeit einfach trainieren. Ich würde sagen, unser erster Gegner wird ein schwaches Land sein. Also was mir persönlich ganz lieb wäre, wäre, wenn wir so schnell wie möglich Paratrooper bekommen können, dass wir einfach Leute capen können. Dass wir einfach Leute zum Kapitulieren bringen können. Ich würde sagen, eigentlich können wir auch schon anfangen. Das dauert sowieso noch ein bisschen. Wir haben leider keine weiteren Kernstaaten. Das ist halt ein echtes Problem. Mit Preußen macht das da wesentlich mehr Spaß. Unser Anführer hat gar keine Trades, aber guckt euch mal den Anführer von Ostpreußen an. Peter Taylor, oder Peter Taylor, ist Ideological Crusader. Das heißt, der kriegt mehr Stabilität und wird automatisch von allen, die Faschisten sind, gemocht. Und der, ja, Smooth Talking Charmer, alles klar.
Okay, ich habe jetzt schon mal. Ja. Ich habe jetzt Militarismus ausgewählt, dass wir Freiwillige entsenden können und so ein bisschen Armeeerfahrung kriegen können. Das Kriegsziel ist fertig. Die brauchen Ork. Okay. Sie machen nichts, dann muss ich was machen. Das ging schnell und einfach und wir haben unser erstes Land geholt. Nächstes Kriegsziel ist fertig. Okay, wow, das hat nicht wirklich viel gebracht. Ich habe jetzt einen Typen befördert und ich habe trotzdem keinen wirklichen Boost bemerkt. Sind im Krieg und ich glaube, jetzt ist es auch schon spät genug, dass wir auf das große Industriegebiet hier nebenan ein bisschen was rechtfertigen können. Ich habe jetzt einfach mal drei Paratrooper-Befehle mehr oder weniger in Auftrag gegeben, je für ein Land, was dann eingenommen wird. Dann fange ich mal an, Zivilfabriken zu bauen. Nicht so viele, zwei. Zwei reichen. Und Windräder, in Anführungszeichen. Und weil wir diesen gewissen Politiker, aus diesen gewissen Mann aus Bayern noch mehr ärgern wollen, bauen wir diese Windräder auch so nah an Städten wie möglich. Und das sollte natürlich oberste Priorität sein. Ein Windrad reicht erstmal. Sonst verliert er direkt die Nerven. Super. Ich würde sagen, wir launchen einfach mal den Angriff und der Typ ist gelandet. Düsseldorf, Mönchengladbach, Köln, Leverkusen, Wuppertal, Hagen und so weiter hier. Es gibt Einheiten! Das wusste ich gar nicht. Die haben die einfach nur nicht an meiner kleinen Slipstation. Ah, bevor ich es vergesse. Justify. Okay, ja. Select all. Submit. Super. Habt ihr wenigstens ein bisschen was an Leveln bekommen? Bisschen was, der Typ und. Was mit dem anderen? Hat der Typ ein bisschen was bekommen? Der hat schon ein bisschen mehr bekommen. Okay. Und die Fallschirmjäger? Ja, der Fallschirmjäger. Es ist ja nur einer gewesen. Das Bayerische Reich streckt sich jetzt schon über halb Deutschland. Es ist cool. Es ist cool. Ich mag das. Ich mag diese Idee von komplett neu anfangen. Wäre es nicht lustig, wenn wir den Typen mit dem lustigen Schnurrbart nach Helgoland verbannen? Das klingt irgendwie nach einer lustigen Idee. Das mache ich. Das mache ich. Aber da müssen wir Schleswig-Holstein annehmen. Wie lange dauert's noch? Nicht mehr lang. Okay. Erste wirklich interessante Schlacht. Alles klar.
Oh, da ist jemand. Das ist natürlich scheiße. Dann haben wir ihn jetzt wohl verloren. Egal. Vorwärts. Wenn wir es schaffen, ihn zu befreien, dann wäre das echt. Oh, wir konnten ihn retten. Wir konnten ihn retten. Wir konnten ihn retten. Wird zerstört. Das wird crazy. Und wir ziehen hier durch. Das Land ist so flach, dass es juckt einfach niemand. Wo kommt er jetzt her? Wo kommt er jetzt her? Sie haben Osnabrück zurückerobert. Alles klar. Wir holen uns jetzt, wenn auch Stück für Stück, holen wir uns jetzt hier Niedersachsen. Und Niedersachsen, es tut mir leid, aber nein. Einfach nein. Woher kam der Typ überhaupt? Du wirst jetzt vernichtet. Nee, es ist komplett verpackt. Egal. Ich nehme mir trotzdem alles. Ich habe vergessen zu justify. Ja. Ich bin nur nicht wirklich schneller gewesen. Ah, aber warte mal. Wir haben Naval XP bekommen. Das heißt, wir können jetzt theoretisch. Wir können jetzt U-Boote produzieren. Das ist cool. Okay. Haben wir noch jemanden? Ja, noch ein paar Freiwillige hier. Die sollten wir aber easy haben. Nee, jetzt sind meine Freiwilligen jetzt zurück. Trier brauchen wir noch. Und das war's. Und Kaiserslautern. Okay. Damit wäre das auch erledigt. Deshalb, ja, wir holen sich jetzt. Wir könnten theoretisch jetzt schon ein Bündnis machen, aber ich habe keine Lust, mit Mexiko jetzt schon im Krieg zu sein. Andererseits ist Mexiko wahrscheinlich ein Major, ne? Yes, okay. Wie nennen wir das? Block. Block ist kommunistisch oder faschistisch. Den. Ja, es sollte auf Englisch sein. Dann nennen wir es mal den. Du bist zwar nicht in Europa, aber ich will mein Bündnis ja trotzdem behalten. Deswegen. European Alliance. Ja, gut, das war's. Aber ich habe mein Bündnis immerhin. Das heißt, wir können. Theoretisch sollte einladen. Ach, und wir haben direkt jetzt schon. Ist hier geschafft. Dann machen wir als nächstes einfach mal auf das Saarland. 125 Tage, alles klar.
halten sich auch echt bis zum letzten Mann, ne? Brandenburg. I'm sorry, aber... Nein. Leider dürfte das nicht. Die werden geknackt und... Stück für Stück. Hätte die auseinandergenommen. Die hatten sogar Packs, das ist doch recht lustig. Ja. Hallo. Wir können jemanden ins Bündnis einladen, Leute. Qing China. Let's go. Ja, shit. Okay, wow, unsere Paratrooper wurden komplett eliminiert. Okay, ist jetzt die Frage, möchte ich ganz Deutschland haben? An sich ja, an sich möchte ich alles haben hier. Aber ich fürchte, wobei, wenn wir noch ein weiteres Preußen machen, geht das? Nee, das geht leider nicht, weil es Preußen schon gibt. Ah, okay. Dann müssen wir wohl alles nehmen. Müssen. Werden wir wohl alles nehmen. Dann können wir jetzt nämlich Folgendes machen. Oh, yes. Okay, ich habe herausgefunden, Kasachstan ist scheinbar ein Major. So, hier ist der Screenshot und wir haben hier, China ist Major, okay. Was ist denn Lappland? Lappland ist eventuell Confederate States, Moskowit, SSR, Kasachstan, Siberian SSR. Okay, also Kommunisten, Indien, Australien. Meine Zeit, ja, Australien ist halt... nicht zerlegbar, deswegen. Wie viele U-Boote habe ich jetzt eigentlich schon hergestellt? Muss ich eben mal sehen, so. 10. Why not? Dankeschön. Endlich wieder Fortschritt, so. 125 Tage. Ja, okay. So, wir rücken vor und... Wow, das war... einfach. Dresden haben wir. Leipzig ist auch gegreift. Wird jetzt zerstört. Und so einfach war das. Nächster Teil... gesichert. Jetzt fehlt uns jetzt also nur noch Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig und dann eigentlich, ich will auch die anderen holen. Ich will auch die anderen holen. Die Kommunisten, ich will die Kommunisten besiegen. Oh no. Oh no. Confederate States. Oh mein Gott, was ist das denn? United States
is in the Confederate concordat with another nation. The Confederate States is the faction leader. Wir haben unser erstes demokratisches Bündnis. Das ist krass, das ist krass. Eigentlich kann ich denen mal einen Attaché senden. Falls sich Mecklenburg doch als härter als sonst herausstellen sollte, habe ich da schon eine Idee. Wenn wir die Linie nicht durchbrechen können, sorgen wir einfach dafür, dass die Linie nur noch ein kleiner Strich wird und das Gebiet hinter ihnen einfach uns gehört. Warte mal, Schwerin ist auch eine eigene Provinz. Dann bringt natürlich auch unser fünfter Paratrooper noch was. Wir sorgen einfach dafür, dass sie gar keine andere Möglichkeit haben. Alles klar, ich habe das Kriegsziel gegen Mecklenburg, aber bevor wir unsere Truppen losmarschieren lassen, will ich sehen, ob unser Fallschirmjägerangriff funktioniert. So, naja. Unterstützen wir unsere Truppen mal. Okay, einer ist gestorben. Der Rest ist eingekreist und stirbt gerade und ist tot. Schade. Okay, was ist das? Warum haben sie noch nicht kapituliert? Ach, Rostock ist ein eigener Staat scheinbar. Das hier machen und sie stehen dann am Hafen. Nein, nein, what the? Es ist gerade aus dem Nichts ein richtig starkes Kommunistenbündnis entstanden. Ja. Na, Preußen. Preußen. Nein. Es wird immer mehr. Alle Kommunisten joinen ihn. Das ist schlecht. Okay, Dänemark ist der großen demokratischen Faction beigetreten. Okay. Okay, wie auf wundersame Weise haben plötzlich die Mecklenburger beschlossen, sich zu ergeben. Und ja, damit gehört Mecklenburg uns. Okay, damit wäre das geschafft. Wir haben unser letztes War Goal gegen Schleswig-Holstein. Und ich weiß nicht, ich glaube, es wäre insgesamt besser, wenn wir noch ein bisschen mehr was an Kriegen anzetteln könnten. Und ich fühle mich irgendwie dazu verpflichtet, einfach mal Preußen zu zeigen, wo hier der Hammer hängt, ja? Okay, damit haben wir das erledigt. So gut wie. Oh, Epic Encirclement. Nee, 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 nee. Oh, ein Encirclement nach dem anderen. Und damit hätten wir fast alles. Wir haben es geschafft. Der Mann mit dem lustigen Bart ist jetzt mehr oder weniger auf Helgoland verblieben und er wird jetzt erstmal auch da bleiben.
Okay, also insgesamt sind wir jetzt wieder im Status quo von vorher. Das ist ganz gut. Okay. Alles klar. Das letzte Kriegsziel ist gerechtfertigt. Der letzte Krieg, den wir kämpfen müssen. Das ging erstaunlich schnell. Wir nehmen alles. Kein Mr. Schnurrbart auf Helgoland heute. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir schicken unseren Spion mit der Mission nach diplomatischem Druck in die Demokratische Republik Preußen. Und wir bieten denen, sagen wir mal, einen Tausch an. Wir tauschen Vorpommern gegen Ostmark. Und wir werden mehr oder weniger mal sehen, was daraus wird. Und natürlich, weil wir so nette Freunde sind, ne? Kommunisten und Faschisten sind ja so eng befreundet, das kann man sich kaum vorstellen. Und voilà, haben wir Ostmark gegen Vorpommern getauscht. Und ich weiß, das ist nicht möglich, das ist jetzt nur Roleplaying. Okay, lass mir meinen Spaß. Ich habe gerade mal weitergespielt und versucht, Preußen anzugreifen und ich sage nur, also es war schrecklich, es war einfach nur schrecklich. Naja, jedenfalls haben wir jetzt unser wunderbares Deutschland hier unter Bayern vereinigt. Aber es gibt nur noch eine Sache, die wir erledigen müssen. Nachdem alle Deutschen unter Bayern vereint worden sind, gab es jedoch leider ein paar, naja, sagen wir mal, ein bisschen unangenehme Kontakte in der Regierung zwischen der Partei, die zu Recht einen bösen Namen hat, und der CSU, angeführt natürlich von niemand anderem als Markus Söder. Und naja, mehr oder weniger endete das dann dadurch, dass es immer wieder Proteste gab, dass die Parteien immer, naja, sagen wir mal, gespaltener wurden. Das ging dann sogar so weit, dass es einen Bürgerkrieg gab. So, jetzt haben wir nun mal das Pech, dass wir einen Bürgerkrieg, naja, mehr oder weniger gewinnen müssen. Amerika möchte, dass wir ihrer Fraktion beitreten und gibt uns Konvois. Machen wir erstmal nur die Konvoi-Option. Hier haben wir ein paar, sagen wir mal, ein paar, die nicht so wirklich den moralischen Highground hier haben. Den haben nämlich wir. Aggressiv. Let's go. Okay. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir die Faschisten aus unserem Land schmeißen können. Ja, ich hab's gehört. Und Berlin ist ihre Hauptstadt. Das ist ja mal was ganz Neues. Wir haben es geschafft. Warum ist es ein Peace Deal? Das triggert, dass es ein Peace Deal ist. Haben die Beteiligung? Nee, aber warte mal, ich kann Bavarian Portugal noch machen. Super. Damit haben die Demokraten unter natürlich Markus Söder haben natürlich gewonnen. Und jetzt haben wir einfach hier einen wunderbaren Freistaat Bayern. Tja, ich bin zufrieden mit mir selbst. Bayern sieht wunderbar aus. Damit haben wir mehr oder weniger, ja, damit haben wir Deutschland vereint. Einfach mal so, ziemlich fresh. Es gibt einfach einen zweiten Bürgerkrieg. Shut the fuck up, okay. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ehrlich, ich habe auch schon eine Idee, was ich fürs nächste Video machen werde. Also seid gespannt. Wir sehen uns dann. Euer Aizulix. Und
Alex Roberts. Nein, Markus Söder sagt jetzt Tschüss. Okay. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, Glocke aktivieren, liken nicht vergessen. Und dann sehen wir uns. Und euer Etzelix. Tschüss.